Bei einer wirklich sehr straffen ökonomischen Führung eines Spitals wird wahrscheinlich das Argument irgendwann einmal wirksam werden, dass möglichst viele Kaiserschnitte eine möglichst billige Geburtshilfe darstellen. Provokant gesagt kann man natürlich schon sagen, je höher die Kaiserschnittfrequenz ist, desto kontrollierbarer ist der Geburtsbereich und desto langfristig ökonomisch günstiger wird der Bereich. Aber zu unterstellen, dass das heute in Österreich eine Rolle spielt, ist einfach nicht zutreffend. In Österreich wird derzeit kein Kaiserschnitt gemacht aus ökonomischen Überlegungen.